Jetzt lebe ich auf der Wiese und habe viel um mich rum. Es lebt alles und nichts ist stumm. Es kommen fremde Menschen und schauen sich das an. Die meinen, ich bin in einer Welt, die man nicht fassen kann. Soll ich dir helfen? Geht schon. Ah, Gesell! Hab ich doch bis zur Zurstärke helfen. Hallo. Stärke wie du jedenfalls. Moment, Chef. Was heißt stärker wie ich? Warte, wenn ich wieder bei Fuß bin. Dann lass ich dich wieder tanzen. Moment. Hopp. Wenn man halt die Leute sieht, schwer, dass es noch gibt. Ein paar Hänger. Im Laden, egal wo ich hingehe. Und ich bin schon einer, der wo in der Öffentlichkeit steht. Aber ich habe es auch dann immer wieder mal probiert, ein bisschen von der Öffentlichkeit wegzuziehen. Aber es tut mir leid, das kann ich nicht mehr wegbringen. Geht's gut? Ja, ja, wenn ich dich sehe, geht's mir noch besser. Hast du es gar nicht gewusst? Ach, das reicht ja. Am Ende der Wiese, da bin ich zu Haus. Ich fahre jeden Tag mit dem Hanomag hinaus. Ich sehe die Menschen, das Leben und den Sinn. Ich bin immer wieder froh, wenn ich auf der Wiese bin. Wo ist die Kat? Kat? Ah! Dort ist sie, mein Mädel, komm! Cadillac! Mubbel, guck mal. Wuff. Und hopp, da. Ja. Hopp, geh mal runter. Geh runter. Trüffel runter. Trüffel runter. Trüffel runter. Dann kriegst du nichts mehr. Also geh runter. Ein Freund von mir, der hat so ein kleiner Kinder, also ein kleiner Tierpark. Ja, dann hätte man halt eben so ein kleiner eben gebrucht. Mit 7 Monaten. Und ist doch mein bester Freund war er. Oder Kollege, was weiß ich nicht. Und mit der Katze, das ist so. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht am Ostern einen Hase nehme. Kann ja die Katze auch herhalten in der Pfanne, wenn ich sie mal nehmen will. Da kommen wir jetzt schon drehen. Ich habe
keinen Bock mehr auf der einen Seite. Zu den Leuten hinfahren und das Zeug abholen und so. Und auf der anderen Seite kann ich ohne das bald nicht sein. Muss, weil ich so wissbegierig bin, was nach dem Keller drin steht. Das bringt allerdings auch meine Leidenschaft mit der alten Sache mit und so weiter. Ich bin dafür, dass man den Leuten nicht alles so schön ordnen tut. Dass die Leute ihre Fantasie anstrengen tun. Dass sie noch drauf kommen. Weil der Leute wird ja alles fortgesetzt. Ich nehme jetzt ein Blatt Papier und mache ein Gekritzel drauf. Und ich gucke das Papier nochmal an. Dann denke ich auch, hoi, guck, was da rausguckt. So sehe ich das. Und das ist Kunst. Jetzt angenommen, ich tue morgen einen Werkschweißer, dann ist das an dem Tag mein schönstes Werk. Aber wenn ich dann wieder meine Werke angucke tue und so weiter, ja, dann freut mich das Leben. Also, ich sag's jetzt einmal so. Früher war ich auch ein kleiner Weltreisender und es wäre schon mal wieder schön, weg zum Gehen. Aber es tut mir leid. Jedes Kunstwerk, egal was ich gesammelt habe, liegt mir am Herz. Ich kann es nicht bald alleine lassen. Aber jetzt war ich ja im Krankenhaus. Ich habe auf einmal keine Luft mehr gekriegt und habe auch gemeint, dass ich dieses Jahr nichts mehr mache, dass ich gar nichts mehr machen kann. Aber wo ich halt dann daheim war, hat man auch am Anfang gemeint, um Gottes Willen, wenn ich nochmal auf die Füße komme, dann kann ich auch bloß noch im Herrgott danken. Und es ist aber auch so. Ich freue mich eigentlich, glaube ich, dass ich alt älter wäre. Ja, ich freue mich eigentlich. Schon besser gestimmt.